Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Semesterfinale. Heute letzte Einheit der Social Media A-Vorlesung im Wintersemester 2023. Für mich, für Sie ist nächste Woche die Prüfung. Die Übungsarbeiten haben Sie hochgeladen. Heute zum Abschluss des Semesters, wie versprochen, eine Einheit, in der es weniger um Reflexion, Betrachtung, Theorie von Social Media geht, sondern um die Praxis. Und zwar ich nenne diesen Teil LinkedIn für Studierende. Meine Überlegung dahinter ist, dass wenn Sie bei mir die Social Media Vorlesung absolvieren, da möchte ich Ihnen auch gern ein paar praktisch anwendbare Tipps geben. Die Art und Weise, wie sich unsere digitale Kommunikationslandschaft in den letzten Jahren entwickelt hat und noch dazu, ich würde mal sagen, angetrieben durch die zusätzliche Entwicklung von AI, zeigt sehr stark, dass... Branding, das äh, Wiedererkennbarkeit immer stärker mit der Präsenz im Internet und ganz besonders mit der Präsenz in sozialen Medien verbunden ist. LinkedIn hat in dieser Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal. Auf der einen Seite ist es eine Social Media Plattform. Auf der anderen Seite ist es aber mittlerweile auch einer der wichtigsten Touchpoints. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Vorstellungsgespräch bei einem Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zuständig dort entweder die Personalverantwortliche oder auch der jeweilige Abteilungsleiter sich vorab online über sie informiert ist sehr sehr hoch. Es könnte direkt auf LinkedIn passieren, könnte einfach sein, dass die einfach googeln und auf ihr Profil stoßen. Ich versichere Ihnen, ich weiß aus eigener Erfahrung, da ich sehr häufig auch Unternehmen beim Employer Branding oder beim Recruiting berate, der erste Eindruck ist unglaublich wichtig und es gibt einen schönen Spruch im Englischen. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Professionell aufzutreten, sich zu überlegen, welche Botschaft möchte ich mit dem, was Personen online über mich finden, eigentlich vermitteln, ist ganz, ganz zentral, um ihnen bessere Chancen bei der Bewerbung, um interessante Jobs zu verschaffen. Andererseits geht es bei LinkedIn ja nicht nur um, die, äh, um das Finden von Mitarbeitern bzw. um das Finden von Jobs. Sehr viele Selbstständige nutzen die Plattform, Unternehmen nutzen die Plattform und ob sie jetzt als ähm, Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin selbstständige Tätigkeiten anbieten, dieses Thema, dass Leute sich über sie informieren, dass die ihren Namen googeln, ist in jedem Fall sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich denke, da kann man sehr viel rausholen. Ein positiver Ersteindruck vor dem Gespräch kann... Ähm, ja, für ganz erstaunliche Resultate sorgen. Sie wissen ja, wenn ich nicht gerade Vorlesungen halte, beschäftige ich mich hauptsächlich mit Workshops für Unternehmen. Und ähm, in dieser Vorlesung werde ich Ihnen einige äh, Dinge, die ich normalerweise auch meinen Kundinnen beibringe, adaptiert sozusagen für, für ihre berufliche Situation, und die berufliche Situation der meisten von Ihnen nahebringen im Lauf der nächsten 90 Minuten zuvor noch eine kurze organisatorische Anmerkung vielleicht haben Sie das E-Mail bereits bekommen wir sind ja in diesem Wintersemester bei der SoWi Fakultät verpflichtend dran mit der Evaluation der Lehrveranstaltungen Sie bekommen ein E-Mail und bitte füllen Sie die Fragen aus erfahrungsgemäß ist der Rücklauf nicht besonders hoch aber sie helfen uns damit natürlich sehr bei der Optimierung der Lehrveranstaltungen ich werde morgen in der Früh dann auch noch mal ein Erinnerungsmail rausschicken. Ja, und damit steigen wir mitten ins Thema ein. Ich möchte beginnen mit ein paar, äh, mit einem kleinen ZDF-Teil, ein paar Zahlen, Daten und Fakten und dann werden wir uns einige der Funktionen, die möglicherweise für Sie nützlich sein könnten, live ansehen. An dieser Stelle auch Hallo an unsere Zuseherinnen auf LinkedIn, das wollte ich immer schon mal sagen im Stream und without much Further Ado schauen wir uns an, wie sich die Plattform in den letzten Jahren denn so entwickelt hat. Der Grund, warum immer mehr Personen, mittlerweile eine Milliarde Nutzerinnen weltweit LinkedIn nutzen, ist, sage ich mal so, ein ganz klar Interessegetriebener, wenn sie an Plattformen wie Instagram oder TikTok ist, das sicherlich ein gutes Beispiel denken, steht. Ganz klar, der Entertainment-Charakter im Vordergrund, die Motivation, sich dort einzuloggen und Zeit zu verbringen, besteht im Wesentlichen darin, sich inspirieren zu lassen oder auch äh, zu prokrastinieren, wenn das denn gewünscht ist. Und ich spreche hier von den normalen Durchschnittsnutzerinnen, nicht von Content-Creatern, die diese Plattformen äh, sozusagen beruflich oder mit, mit äh, konkreten Werbezielen nutzen. Bei LinkedIn, die Motivation, ein Profil anzulegen, Zeit auf der Plattform zu verbringen, ist ganz klar im beruflichen Bereich verortet. Wie gesagt, aus Nutzerinnensicht, Jobsuche spielt nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle, aber auch die, wenn Sie an unsere erste Einheit denken, an die Building Blocks of Social Media, die Selbstrepräsentation natürlich im geschäftlichen Kontext spielt hier auch eine große Rolle. Ja, ein paar Zahlen dazu. Zu, zum Ende letzten Jahres, ich glaube Ende November war das, hat LinkedIn eben bekannt gegeben, dass sie mittlerweile eine Milliarde Members, wie das immer bezeichnet wird, weltweit haben. Zahl in Klammern, hier ist der Stand zu Beginn 2019. Ganz interessant ist, wir haben uns ja in der dritten Einheit, war das glaube ich, über die DSGVO bzw. GDPR unterhalten. Und ich habe es auch schon erwähnt, die. Ähm, Folge oder eine, eine ganze Serie von Folgegesetzen. Der DSA, der Digital Services Act, zwingt ja große Plattformen, also insgesamt sind das 45 Online-Unternehmen bzw. 19 große äh, Social Media-Online-Anbieter, äh, zwingt diese Unternehmen dazu, einiges an Daten offenzulegen, unter anderem die Zahl der aktiven Nutzerinnen. Die Europäische Union hat begleitend mit diesem Gesetzeswerk, das finden Sie auch im Moodle dokumentiert, ein sehr umfangreiches Portal ins Netz gestellt. Da können Sie sehr detailliert nachvollziehen, wie viele Content-Moderatoren die einzelnen Plattformen ähm, in den jeweiligen Landessprachen beschäftigen, welche Inhalte entfernt werden, ähm, aufgrund welcher Verstöße und unter anderem, und das ist natürlich besonders interessant, wenn man sich mit der Relevanz von Social Media beschäftigt, wie hoch die Zahl der tatsächlich monatlich aktiven NutzerInnen, also der MAUs ist. Und da gibt es bei LinkedIn eine sehr starke Divergenz sogar, die ähm, verläuft interessanterweise entlang eines deutlichen äh, Nord-Ost-Gefälles -Nord -Nord in dem Fall. In Osteuropa ist die Zahl der inaktiven NutzerInnen, also Personen, die einen Account registriert haben, aber sich sehr selten, seltener als einmal im Monat einloggen, recht hoch bis zu Knapp 50% Prozent. in den skandinavischen Ländern ist die vergleichsweise niedrig. Das heißt, diese Milliarde ist sozusagen eher ein äh, hypothetisches Thema, aber es bleiben genügend echte NutzerInnen übrig. Im äh, Dachraum, beziehungsweise in Deutschland und Österreich 20 Millionen, plus nochmal so äh, 3 Millionen in der Schweiz, 18 Millionen in Deutschland. Die Aktivität auf der Plattform nimmt grundsätzlich zu, in den ersten beiden Jahren, oder ersten drei Jahren eigentlich, war LinkedIn tatsächlich eine reine Sammlung von Lebensläufen mit bezahlten Suchfunktionen für Recruiterinnen. Später sind dann erst die Social-Media-Funktionalitäten dazugekommen. Das heißt, wir hatten von Beginn 2019 bis jetzt einen starken Quant ein starkes quantitatives Wachstum äh, an die 40 Prozent, noch stärker gewachsen, wenngleich auf niedrigem Grundniveau ist der Anteil jener LinkedIn-Nutzerinnen, die eben selber aktiv Inhalte veröffentlichen. Warum auf niedrigem Niveau? Das sind tatsächlich international weltweit betrachtet nur 1,82 Prozent, die da äh, tatsächlich sozusagen sich aktiv involvieren und auch nicht unbedingt ähm, ja, sehr häufig posten. Es kann tatsächlich nur ein einziger Beitrag pro Monat sein. Wöchentlich können Sie sich vorstellen, sind das dann nochmal deutlich weniger. Und wenn man sich die Quartalszahlen ansieht, dann sind wir bei knapp 8 Prozent. Also LinkedIn-Nutzerinnen, die sozusagen viermal im Jahr einen Beitrag veröffentlichen. Nicht sehr viel Aktivität, wenn Sie das mit den üblichen Frequenzen auf anderen Plattformen vergleichen. Und das ist natürlich eine spannende Ausgangssituation. Man könnte meinen, dass LinkedIn sehr stark boomt. Wenn man einen genaueren Blick auf die Zahlen wirft, sieht man allerdings, dass es kaum eine andere Social-Media-Plattform gibt, in dem das Verhältnis zwischen ähm, Lesenden oder Konsumierenden und Content-Creatern so günstig fürs Weitere ausfällt. Die Nutzerschaft verteilt sich international. Grundsätzlich, ähm, wenn Sie sich überlegen, in welcher Sprache sollte ich LinkedIn verwenden, das hängt natürlich davon ab, wie Ihre Karriereplanung aussieht. Wenn Sie eher auf einen Job bei internationalen großen Unternehmen schielen, dann wird es in der Regel vernünftiger sein, entweder LinkedIn gleich auf Englisch zu verwenden oder zumindest ein zweisprachiges Profil anzulegen. Wenn für Sie eher der deutschsprachige Arbeitsmarkt interessant ist, dann würde ich mich immer an der Sprache des Netzwerks orientieren. Ein kleines, für mich sehr aufschlussreiches Detail in Sachen Jobsuche. Das Interesse oder ich sage mal die Aufmerksamkeit der LinkedIn-Nutzerinnen liegt zu einem weit höheren Grad auf den persönlichen Accounts als auf den Firmeninhalten. Ich werde mal auf den Browser umschalten. Das ist nämlich einfacher, wenn ich Ihnen das direkt live zeige. So ein Newsfeed unterwegs sind und sich anschauen, gehen mal ganz nach oben. Und dann haben wir hier eine Reihe von Postings. Das ist wie bei den äh, wie bei vielen derartigen Seiten mittlerweile üblich, ein Endless Scroll. Das heißt, da können Sie so lang runterscrollen, wie Sie möchten, und der Algorithmus wird Ihnen immer neue Inhalte bereitstellen. Das kann man da mal auszählen. Da gibt es Werbung, das sind die Beiträge, wo eben so wie hier Promoted dabei steht. Dann gibt es Beiträge von Personen und ab und an auch. Organische Unternehmensbeiträge, also Beiträge von Unternehmensseiten, die nicht über Werbekampagnen ausgespielt werden, sondern über den Algorithmus. Wenn man sich das mal genauer ansieht und auszählt, wie viele, wie hoch die Anteile der einzelnen Inhaltskategorien sind, dann schaut das zu Beginn 2024 so aus, dass von 100 Beiträgen, wenn wir die Werbung mal beiseite lassen, von 100 organischen Beiträgen nur zwei bis drei von Unternehmen stammen. Und das heißt, Newsfeed gehört, wenn Sie so wollen, weitgehend den Nutzerinnen. Eine zweite Sache, die auch sehr spannend ist, ich mache mal die Seite der Uni-Wien auf. Auf Unternehmensseiten gibt es ja immer diese... Hauptnavigation, der Homepage, Employees, den Punkt sehe ich, weil ich als Lektor, als Mitarbeiter der Uni eben eingetragen bin und dann gibt es hier den Punkt Jobs und wenn man hier draufklickt, dann findet man die aktuell ausgeschriebenen Jobs, also die Universität Wien hat hier 37 Jobs ausgeschrieben, man kann sich dann entweder die Liste durchgehen oder hier auch noch nach Keywords suchen. Es gibt einen bestimmten Teil an Seitenbesuchern, die gehen zu einem Unternehmen, klicken dann eben auf Jobs. Und das ist natürlich in, im Normalfall, wenn es sich nicht gerade um einen Journalisten handelt, der recherchiert, ein sehr deutlicher Indikator, dass jemand an diesem Unternehmen als Arbeitgeber interessiert ist. Und dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz dieser Personen, die in weiterer Folge, nachdem sie sich diese Job-Openings angesehen haben, hier auf die... Personenklicken, entweder, das ist ganz bemerkenswert, Sie haben hier fett hervorgehoben Kontakte, also bestehende Kontakte, die bei diesem Unternehmen arbeiten. Und Sie haben dann hier, das ist ein Spezifikum allerdings von Uniseiten, Sie haben hier alle Absolventen. Und wie gesagt, im, äh, als Mitarbeiter haben Sie auch noch den internen Bereich. Und es ist jetzt ziemlich einfach, hier auf die Liste reinzuklicken. In dem Fall, wenn es gemeinsame Kontakte gibt, wird man natürlich eher das tun, um mal nachzuschauen. Kenne ich da vielleicht jemanden? Kann ich mal nachfragen? Wie ist es denn eigentlich, bei euch zu arbeiten? Es geht aber sozusagen bei Nicht-Universitätsseiten. So, ich muss das mal auf die Unternehmen herstellen. Muss mal die LinkedIn-Company-Page ansehen. Die haben auch natürlich laufend eine Menge Jobs angeschrieben. Sie können auch auf die People klicken, dann kommen Sie zu einer Liste der Mitarbeiterinnen. Dann gibt es ein paar Statistiken, wo sich die aufhalten und dann diese vollständige Liste. Natürlich ein großes Unternehmen, genauso wie die Universität Wien, deshalb fällt diese Liste hier relativ lang aus. Warum zeige ich Ihnen das? Auf dieser Grafik sehen Sie, wie viel Prozent der Besucherinnen des Jobtubs, gegliedert nach unterschiedlichen Ländern, für Österreich gibt es hier leider keine Daten, anschließend auf die Personen klicken. Wir sind in Deutschland, ist das ein gutes Drittel, in den meisten europäischen Ländern so um die 50 Prozent, in Indien und Brasilien 80 Prozent. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass ein beträchtlicher Teil des modernen Recruitings zwar über die offiziellen Kanäle verläuft, sei es jetzt, dass sie ihren Lebenslauf hochladen, sich bei einem äh, Bewerbungsportal des Unternehmens registrieren. Ein ganz beträchtlicher Teil passiert aber inf über informelle Kanäle. Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben oder möchte nicht behaupten, dass dies vor dem Internet anders war. Empfehlungen, äh, Word of Mouth und so weiter haben da eine große Rolle gespielt. Aber was Sie hier sehen, dieses, wie immer man es nennen möchte, äh, unser Netzwerk, unser Soziales Kapital sozusagen, das wird hier sehr schnell sichtbar. Wenn Sie ein großes Netzwerk haben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit beträchtlich größer, dass Sie in vielen größeren Unternehmen bereits gemeinsame Kontakte finden. Wenn Sie sich bei einem Unternehmen bewerben, dann ist das für den Recruiter genauso ersichtlich, ob und mit welchen Personen im Unternehmen Sie möglicherweise schon vernetzt sind. Ich glaube, Sie sehen schon, worauf ich hier raus will. Ich habe es zu Beginn der Vorlesung mal erwähnt, wenn Sie als Studierende Ihr LinkedIn-Profil einrichten, Gehen Sie nicht davon aus, ich schließe mal zuerst mein Studium ab und dann, wenn ich auf Jobsuche gehe, fange ich anders zu verwenden. Ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, dass Sie bereits so früh wie möglich eigentlich beginnen, Ihr Netzwerk aufzubauen. Wir wollen, und das ist eine Folie, die ich normalerweise bei Vertriebsworkshops herzeige, aber ich finde es ganz aufschlussreich, deswegen habe ich es hier drin gelassen. Es gibt ja auf LinkedIn sozusagen drei Dimensionen, wenn Sie so wollen, oder drei Tätigkeitsfelder. Der erste Bereich Personal Branding bezieht sich sehr stark auf die Optimierung Ihres Profils. Ganz simpel runtergebrochen, die Grundüberlegung ist, wen möchte ich erreichen und welche Informationen sind für diese Zielgruppe interessant. Diese abstrakte Betrachtungsweise funktioniert in jedem Kontext. Als selbstständiger Unternehmer ist meine Zielgruppe, und ich werde Ihnen ein paar Beispiele aus meinem Bereich zeigen, äh, da kenne ich mich klarerweise am besten aus. Meine Zielgruppe sind typischerweise Marketing- und Sales-Verantwortliche von Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern. Bei kleineren Unternehmen manchmal auch die Geschäftsführung direkt. Und das sind die Personen, die ich erreichen möchte. Und sozusagen diese Entscheidung, das ist natürlich keine arbiträre Entscheidung, sondern das sind genau diese ähm, Decision-Maker in Unternehmen, die eben, in der Regel sich für meine Services, in dem Fall LinkedIn-Workshops, interessieren. Diese grundlegende Entscheidung definiert sämtliche Informationen, die ich auf meinem Profil zur Verfügung stelle. Sie könnten vielleicht davon ausgehen, wenn ich nicht selbstständig bin, wenn ich LinkedIn nutzen möchte, um mich für einen Job zu bewerben, bin ich mit einem klassischen Lebenslauf besser dran. Wenn wir vom Vertrieb reden, dann geht es immer darum, dass Sie sich selber... Als Unternehmen, als einzelne Anbieter für Kunden möglichst sichtbar und interessant machen. Der grundsätzliche Mechanismus ist beim Recruiting genau der gleiche. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal ähm, Recruiting-Workshops gehalten, wie gesagt, und bekam da auch einige sehr interessante Einblicke. Vor einigen Jahren hat der ORF, die machen das immer wieder mal, ein Praktikum ausgeschrieben. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es da um ein Praktikum bei der Zeit im Bild. und und das hat dann damals auch eine Kollegin von uns am Institut bekommen. Diese, ich glaube, das war im Rahmen einer Kampagne. Diese Bewerbungen waren auch öffentlich auf YouTube einsichtig. Und das war ganz interessant. Da gab es natürlich einige ernsthafte journalistische Bewerbungen. Die Siegerin hatte allerdings ein Video gedreht, in dem sie sozusagen ihre, ihre typischen oder die typischen Eigenschaften eines guten Nachrichtensprechers, ich bin äh, organisiert, immer am Laufenden, persifliert hat mit äh, Aufnahme, wo man ihre chaotische Wohnung sieht und so weiter. Das war so kreativ und hat den Verantwortlichen so gut gefallen, dass sie dann letztendlich das Praktikum bekommen hat. Fußnote, ich bin kein Fan von Praktika, ähm, aber das gilt natürlich für normale Jobs auch. Ich will Ihnen damit nicht sagen, dass Sie mit Clownerie äh, und lustigen Inhalten in jedem Fall bessere Chancen auf einen Job haben, aber Sie müssen sich über eines im Klaren sein. Wenn Unternehmen einen interessanten Job ausschreibt und eine nennenswerte Zahl von Bewerberinnen dafür hat, dann sehen die meisten Bewerbungen sehr ähnlich aus. <laughs> Lebensläufe, häufig mit einem klassischen Motivationsschreiben, sie ist eine motivierte Studierende, hat da 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 da, manchmal noch in der dritten Person. Das ist wenig ansprechend und die erste Voraussetzung damit ein Unternehmen sich für sie interessiert, ist, dass sie mal rausstechen. Wie gesagt, das muss nicht bedeuten, dass man unbedingt lustig auftritt, aber sich zu überlegen, was kann ich anders machen als andere, ist eine wichtige Grundlage. Im äh, B2C-Bereich kann und bedeutet Branding selbstverständlich auch den visuellen Auftritt. Im B2B-Bereich bedeutet Personal Brand nicht, dass sie sich wie Sascha Lobo einen Iro-Haarschnitt machen müssen und die, und die Haare blau färben. Ähm, ein Personal Brand im geschäftlichen Bereich heißt, dass man eine bestimmte Expertise mit ihrer Person verknüpft. Und das ist für mich, nicht, nicht alle von Ihnen, ähm, oder umgekehrt, manche von Ihnen sind ja bereits im Berufsleben, aber ein großer Teil von Ihnen, ganz typisch, ging, ging mir ganz genauso, der wird, und da stelle ich Ihnen mal, nicht genau wissen, welchen Job Sie später machen wollen. Als äh, ja, beim, bei den Gastverträgen, wenn Sie sich erinnern, das habe ich selber auch beobachten können im Laufe der letzten 20 Jahre. Als ich in den 90er Jahren des vorigen Jahrtausends Kommunikationswissenschaft studiert habe, war der Anteil an Kolleginnen, die fest vorhatten, später mal eine Karriere im Journalismus zu machen, ähm, noch beträchtlich größer. Mittlerweile ist zumindest meiner Beobachtung nach das Interesse an, an Werbung, PR und Social Media durchaus gestiegen. Aber oft weiß man ja nicht, wo der Weg dann tatsächlich hinführt. Und das macht es natürlich auch schwierig mit der Positionierung. Wenn ich mir nicht sicher bin, möchte ich später mal als Radiojournalist arbeiten oder vielleicht doch lieber als, als Konzepter, Konzepterin in einer Werbeagentur, dann ist es natürlich sehr schwierig, das eigene LinkedIn-Profil so zu gestalten, dass ich für meine Zielgruppe, nämlich für die Personen, die entscheiden, wen sie in ihrem Unternehmen anstellen, tatsächlich attraktiv bin. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen, es sei denn, Sie wissen ganz genau, wohin Ihr Karriereweg gehen soll, gestalten Sie Ihr Profil skillbasiert. Eines der wichtigsten Themen, und äh, glauben Sie mir, ich weiß das ganz genau, weil ich selber jahrelang falsch gemacht habe, ähm, wir neigen dazu, wenn wir uns, und man sieht das auch sehr deutlich auf Bewerbungen, wenn wir so einen Job bewerben, und das hat natürlich auch mit den Jobausschreibungen zu tun, da ist oft ein, ein äh, umfangreiches Spektrum gefragt. Ich habe äh, vor kurzem mehrmals vorbeigefahren an einem Plakat, das bei uns in der Nähe hängt, wo ein Unternehmen einen Lego-Verkäufer sucht, und das Plakat war so groß und zwar auch so witzig gestaltet, dass wir uns dann die Anzeige angeschaut haben, und ja, es ist ein Modellbaugeschäft, die suchen einen äh, Lego- und Modellbauverkäufer. Und die Liste der Qualifikationen ist wirklich erstaunlich lang. Also, Sie wissen eh, im Verkauf braucht man natürlich ähm, höfliches, höfliches Auftreten, ja, guten Umgang mit Kunden und so weiter. Dann äh, sollte der sich mit Lagerlogistik auskennen, einen Online-Shop betreiben und alles Mögliche. Bei solchen shop ist es natürlich naheliegend, dass man sich selber auch mit einem möglichst breiten Leistungsspektrum äh, präsentiert gerade in unseren Bereichen Social Media ist es für Unternehmen auch tatsächlich ein Asset, die unter Anführungszeichen eierlegende Wollmilchsau zu haben, also idealerweise einen Junior frisch von der Universität mit 30 Jahren Berufserfahrung, ähm, der sowohl strategisch agieren kann, als auch Videos schneiden, Fotos bearbeiten, perfekter Texter ist und so weiter. Das ist aber schwierig. Solche Leute gibt es nur relativ wenige. Was ich mit Skill basiert meine und das hat ganz stark mit Personal Branding zu tun. Überlegen Sie sich, was Ihre persönliche Superkraft ist. Eine meine sehr geschätzte Kollegin Marina Zayats äh, hat im Springer Verlag ein exzellentes Buch zu dem Thema veröffentlicht. Das trägt den äh, wenig überraschenden Titel Personal Branding ist das Standardwerk dazu, würde ich meinen. Die spricht immer gern von der Superkraft, wenn sie an Superhelden denken, die meisten von denen zumindest, die können ja auch nicht alles, sondern die haben eine spezielle Superfähigkeit. Und tatsächlich kann es, nicht, in, in, nicht jetzt auf jeden einzelnen Job bezogen, aber für ihre längerfristige äh, berufliche Positionierung sehr, sehr nützlich sein, wenn sie sich auf einen Key Skill konzentrieren. Es ist leichter, sich selber zu vermarkten, sei es als Selbstständiger oder sei es als Mitarbeiterin, wenn Sie sagen, ich bin der beste Vertical-Video-Produzent, als ich kann alle Formen von Multimedia produzieren. Das ist natürlich nicht so einfach mit dieser Spezialisierung. Man muss sich schon überlegen, welche Jobs, welche Themen sind gefragt. Momentan, und das fällt natürlich auch bei vielen LinkedIn-Profilen auf, gibt es äh, sehr viel Interesse und auch sehr viel Aktivität rund um das Thema AI. Ich nehme an, dass na, gar nicht in den nächsten Monaten, sondern eigentlich ab sofort ein kompetenter Umgang ähm, mit Prompting eine Fähigkeit sein wird, geradezu eine, eine Schlüsselfähigkeit für viele Unternehmen. Und lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. Ich glaube, ich habe es am Beginn der Vorlesung schon mal erwähnt, vor mittlerweile mehr als zehn Jahren, bin ich mal auf einer Social Media Konferenz mit Professor Thomas Malone vom MIT ins Gespräch gekommen, der dort eben auch in der Kommission sitzt, die, die, die auswählen, welche Studierenden einen Studienplatz bekommen. In, in Österreich oder in Europa war die Diskussion oder kam die Diskussion, wenn es um Reputation, Reputation Management und Social Media ging, immer unweigerlich nach ganz kurzer Zeit auf den Punkt, aber ihr müsst vorsichtig sein. Die jungen Leute, die Social Media benutzen, irgendwo ein Foto mit Bierflasche auf Facebook und das verfolgt einen dann die ganze Karriere durch und äh, ruiniert das Leben. Jetzt etwas überspitzt formuliert. Und ich habe mit, mit dem Thomas dann drüber diskutiert und seine Meinung war damals für mich relativ neu, aber im Prinzip geht es genau, wie ist das genau der, der Kern von Personal Branding? Was er nämlich gesagt hat, ist, dass Ihnen am MIT, und ihr denkt, überlegen sich recht genau, welche Studierenden Sie aufnehmen, das zitierte Bierflaschenfoto herzlich egal ist, aber Sie schauen sich natürlich die Social Media Accounts. Facebook war damals ein großes Thema der Bewerberinnen recht genau an. Schlecht ist es, meinte er zu mir, wenn wir dort nichts finden. Und es wäre ja relativ einfach. Sie können ja, wenn Ihnen der Sinn danach steht, täglich Bierflaschenfotos posten und Ihren Facebook Account einfach auf privat oder nur für Freunde sichtbar stellen. Und da sehen Externe nichts. Das ist nicht gut. Sie wollen Leute, die durch ihren Online-Auftritt und nochmal, LinkedIn hatte damals nicht diese Relevanz. Facebook ist ein privates Netzwerk, aber sie erwarten sich, dass Personen, die sich beispielsweise für ein Physikstudium bewerben am MIT, in ihrem Online-Auftritt auch Interesse an dem Thema demonstrieren. Ein guter Tipp, hat er damals zu mir gesagt, wäre, wenn, wenn äh, sich jemand am MIT bewirbt für ein Studium, immer wieder mal Fachartikel aus dem Bereich zu teilen. Ähnliches Prinzip können Sie auch nutzen, wenn ähm, Sie immer wieder Ihre Expertise demonstrieren, es ist relativ einfach zu sagen, ich bin der, ich bin der schlaueste ähm, AI-Prompter. Wenn Sie sich selber positionieren wollen, wenn Sie sich bessere Ausgangsposition, bessere Chancen ähm, verschaffen wollen, dann müssen Sie auch demonstrieren, was Sie können. Und ich versichere Ihnen, Sie haben die von Ihnen, die die erste Übungsaufgabe gemacht haben, ähm, ich hoffe ich, haben da eh einige Erfahrungen gesammelt bei dem Thema. Es war noch nie so leicht wie jetzt, wenn man weiß, welche Zielgruppe man erreichen möchte, für die nützliche Informationen bereitzustellen. Im LinkedIn ist der Platz dafür. Die Leute, die sie erreichen möchten, interessieren sich weniger für sie und ihren Werdegang, egal ob das Arbeitgeber sind oder Kunden, sondern dafür, was sie für sie tun können. Das ist die Grundlage für die Gestaltung ihres Profils. Aufbau des Netzwerks, ich habe schon erwähnt, ist sehr sehr wichtig und definitiv nicht etwas, mit dem ich beginnen sollte, wenn ich auf Jobsuche gehe. Im, im Sales sagen wir immer, wir wollen den, den Kaufprozess neuer Kunden beeinflussen. Wie gesagt, das Prinzip ist das gleiche. Wenn es um Bewerbungen geht, dann wollen wir natürlich den Entscheidungsprozess von Unternehmen beeinflussen. Nochmal zu dem Otto-LinkedIn-Normal-User-In. Diese, je nach Land, unterschiedlichen 50 bis, bis 80 Prozent, teilweise in Skandinavien, aktiven Nutzer, die sind häufig getrieben durch FOMO, Fear of Missing Out, ein gängiger Begriff in Social Media, die Angst, irgendwas zu verpassen. Ich bekomme vielleicht mit, alle anderen ähm, sind da unterwegs auf der Plattform, schauen sich an, was tut sich in meiner Branche, möchte ich natürlich auch mitbekommen. Networking und Kontaktpflege, nona. Äh, Job und Mitar Mitarbeiterinnen suche unser zentrales Thema heute. LinkedIn als digitale Visitenkarte wird immer wichtiger. Es gibt zumindest meiner Einschätzung nach, wenn wir einige wenige Spezialfälle wie Ministeriumseiten und so weiter weglassen, nur zwei Möglichkeiten, ähm, mit sicherzustellen, dass bei der Eingabe des eigenen Namens in Google, Inhalte angezeigt werden, die man auch angezeigt haben möchte. Sie wissen ja, ähm, eigentlich funktioniert der Witz nicht mehr. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, Google hat keine Paginierung mehr. Das, die Suchergebnisse sind jetzt auch ein Endless scroll Früher ähm, gab es unter Suchmaschinenoptimierern immer den gern erzählten Witz. Was ist der beste Platz, um eine Leiche zu verstecken? Die zweite Seite der Google-Suchergebnisse. Ähm, da ist schon sehr viel dran. Die ersten drei Ergebnisse kriegen über 90 Prozent der Klicks. Das heißt, sich aussuchen zu können, welche Informationen finden Leute über mich, sehr, sehr wertvoll. Variante A, sie betreiben eine eigene Homepage, idealerweise mit ihrem Namen als Domain. Es dauert eine gewisse Zeit und ähm, braucht, je nachdem, wenn es ein häufiger Name ist, auch einiges an Aufwand und Inhalten. Variante B, sie legen ein vollständiges LinkedIn-Profil an und lassen das von Google indexieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Was auch immer mehr passiert, Auftragsanfragen, Recherche, Suche nach Dienstleistern. Und Sie wissen ja, der gängigste ähm, Rekrutierungsprozess in Unternehmen schaut so aus, dass das Unternehmen eben eine Jobanzeige aufgibt, eine, eine Stelle ausschreibt und sich dann passende Bewerberinnen idealerweise darauf melden. Headhunting, also das gezielte Suchen nach bestimmten Expertinnen wird aber auch immer wichtiger. Glauben Sie nicht, dass das eine Altersfrage ist, gerade in einer Zeit, wo digitale Technologien sehr, sehr wichtig sind, kann das interessant sein. Aber um gehandelt zu werden, muss man eben auch ganz klar zeigen, welche ja, Special Skills man besitzt, wenn Sie so wollen. Es ist jetzt in der Literatur seit gefühlt mehreren Jahrzehnten die Rede davon, dass wir uns in einer Netzwerkgesellschaft bewegen, dass Netzwerke immer wichtiger sind und. Ähm, die Popularität von LinkedIn, glaube ich, das kann man jetzt aus, aus äh, und äh, sollte man auch meiner Ansicht nach aus Medienmonopolsicht alles andere als erfreulich finden. Pragmatisch betrachtet ist es recht konkurrenzlos. Es ist die Business-Plattform Nummer eins und dort nicht vertreten zu sein, damit würde man sich schlichtweg viele Chancen vergeben. Ganz pragmatischer, simpler Punkt ist, dass ähm, LinkedIn auch eine, eine immer mehr genutzte Suchfunktion hat, denken Sie an das Thema Recherche. Was viele übersehen, und da komme ich später gleich nochmal dazu bei den Profilen, die richtigen Keywords einzutragen, beziehungsweise die äh, richtigen Jobsuchen anzulegen, wirkt sich enorm stark auf die Art von Jobs aus, die ihnen angeboten werden. Ähm, LinkedIn nutzt ja nicht nur Big Data-Analysen, sondern mittlerweile auch sehr viele äh, AI-Technologien für automatisches Matching. Das bedeutet Sobald Sie diese Jobempfehlungen aktiviert haben, müssen Sie eigentlich gar keine explizite Suche eintragen, sondern auf, aufgrund der Informationen in Ihrem Profil, Branche, Jobtitel und so weiter, werden Ihnen automatisch passende Jobs empfohlen. Reichweite, ich habe es vorhin schon erwähnt, da sind Personen gegenüber Unternehmen sehr im Vorteil. Das interessiert den LinkedIn-Algorithmus jetzt mal vordergründig nicht, ob Sie eine 23-jährige... Studentin sind oder ein 50-jähriger CEO eines Unternehmens mit 5.000 Mitarbeitern zweiterer wird bessere Voraussetzungen haben, wenn es um Netzwerkaufbau geht, weil er kann seine Mitarbeiter animieren, bei ihm aktiv zu werden, was die Qualität der Inhalte betrifft. Entscheiden ausschließlich die Reaktionen. Ja, und es gibt, ich kenne mittlerweile zahllose Beispiele auch von von äh, Selbstständigen, die ungleich mehr Reichweite haben, ungleich größere Netzwerke als Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern. So gesehen durchaus spannende ähm, David gegen Goliath Situation in manchen Bereichen zum Beispiel. Ähm, dasselbe gilt für Conversions, wenn Sie sich erinnern im organischen oder auch im Kampagnenbereich hier ja, im Normalfall Conversions, also Aktionen zu denen man die Nutzerinnen bewegt, immer ein relevantes Thema. Und da nochmal, was ich bereits vorhin erwähnt habe, da sehen Sie den, den Vergleich der einzelnen Social-Media-Plattformen. WhatsApp ist jetzt nicht unbedingt die klassische Social-Media-Plattform, schon klar. Aber hier dieser Balken, das sind die aktiven Nutzer und der rote Teil sind die aktiven Content-Creator, also die, die selber Inhalte reinstellen. Bei Facebook ein gutes Drittel nur bei TikTok ist der, der Anteil der regelmäßigen Publisher noch niedriger als bei LinkedIn mit eben knapp 8% Personen, die einmal im Quartal etwas veröffentlichen. Mit anderen Worten, weniger Konkurrenz, mehr Publikum im Vergleich beispielsweise zu Instagram. Es gibt, wenn Sie auf LinkedIn registriert sind, eine Kennzahl oder man könnte sagen, einen, einen Wert, der Auskunft gibt über die Stärke Ihres Accounts. Ich zeige Ihnen das schnell mal live her. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie... Eingeloggt sind und uh, linkedincom sales ssi eingeben. Das ist der sogenannte Social Selling Index. Was tut der? Es sind da vier Dimensionen oder vier Bereiche, anhand derer LinkedIn die Stärke ihres Accounts bewertet. Die Gesamtzahl, nachdem es in jedem dieser vier Bereiche zwischen 0 und 25 Punkten gibt, ist maximal 100. Dieser erste Bereich, Establish Your Professional Brand. Klingt etwas hochgestochen, bezieht sich aber tatsächlich primär darauf, ob Sie Ihr Profil vollständig ausfüllen. Dieser zweite Bereich, Find the Right People, der misst zum einen, wie Sie Ihr Netzwerk aufbauen, vor allem wie viel Prozent der Kontaktanfragen, die Sie verschicken, beantwortet werden, aber auch, ob Sie regelmäßig die Links in Suche nutzen. Engage with Insights bezieht sich auf die... Popularität ihrer Beiträge, beziehungsweise ganz konkret auf die durchschnittliche Engagementrate. Und ein zweiter Faktor, der da sehr stark reinfällt, ist ihre eigene Kommentaraktivität. Und die von Ihnen, die auf, auf Instagram ähm, aktiver sind oder auch auf Twitter, auf irgendwelchen Social Media Plattformen, die kennen das natürlich. Das Prinzip ist immer dasselbe. Man hat die eigenen Inhalte, die Beiträge, die Postings, die man selber veröffentlichen kann, und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, bei anderen mitzukommentieren. Wenn ich auf Facebook unterwegs bin, ohne business hintergedanken, um mich über meine Freundeskreis am Laufen zu halten, dann werde ich halt kommentieren, wenn man gerade irgendwas auf der virtuellen Zunge brennt. Im geschäftlichen Bereich, beziehungsweise als Instagram Creator, ist natürlich klar, dass man diese Kommentare auch sehr gut als ähm, strategisches Mittel nutzen kann, um sich sichtbar zu machen. Warum und wieso? Naja, stellen Sie sich vor, Sie sind relativ neu auf LinkedIn, Sie haben eine überschaubare Zahl von Kontakten, möchten sich aber gerne als ähm, professioneller Copywriter, professionelle Copywriterin etablieren. Sie können da natürlich tolle äh, Tutorials, Anleitungen, Tipps geben. Die werden aber, wenn sie nicht gerade Glück haben und zufällig ein paar große Accounts das teilen, im Normalfall, gerade am Anfang, nicht so viel Verbreitung erreichen. Also ist es sehr überlegenswert zu schauen, welche bereits etablierten, populären Copywriterinnen gibt es denn auf der Plattform, denen zu folgen und wenn die irgendwas posten, wo es sehr viele Kommentare dazu gibt, auch einen Kommentar dazu zu schreiben. Und zwar nicht in der Art und Weise ähm, Dollar Beitrag, danke, sondern, wie mein Kollege Richard van der Blom immer sagt, Kommentare sollte man wie eigene Mini-Postings behandeln. Stellen Sie sich vor, Sie ähm, schreiben einen Kommentar in einem Thread, in dem bereits 100 Leute kommentiert haben. Dann können Sie davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte dieser Leute benachrichtigt werden bzw. ihren Kommentar lesen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, die eigene Expertise auch unter Beweis zu stellen. Kommentieren spielt da ganz stark rein. Dann gibt es den vierten Bereich, Build Relationships. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Da sind LinkedIn-Trainer immer recht gut dabei, das misst in erster Linie, wie viel Zeit man auf der Plattform verbringt. Budget ist bei mir relativ hoch, inklusive der Workshops. Es gibt neben diesen, wir haben Ihnen jetzt nur die, die in, in Kürze die wichtigsten Faktoren erklärt. Es gibt neben diesen noch eine Reihe weiterer Einflussfaktoren in diesen vier Bereichen. Der Grund, warum ich Ihnen das kurz zeige, ist, damit Sie wissen, auf welche sozusagen, wie soll man das nennen, auf welche Taktiken oder auf, auf welche auf welche Ergebnisse LinkedIn am meisten Wert legt. Die Ausspielung von Inhalten ist und das, glaube ich, unterscheidet LinkedIn sehr stark, beispielsweise von äh, Twitter oder von Facebook. Die ist nicht getrennt von ihren restlichen Plattformaktivitäten. Wenn Sie ein großes Netzwerk haben, das auch aktiv ist, wenn Sie bestimmte Keywords auf Ihrem Profil haben, dort über bestimmte Themen sprechen, wenn Ihr Profil vollständig ist, wenn Sie regelmäßig kommentieren, dann wirkt sich das alles auch wieder auf Ihre eigene Reichweite aus. Das heißt sozusagen, da ist meiner Wahrnehmung nach LinkedIn durchaus etwas konsequenter als andere Netzwerke, Stichwort Instagram oder TikTok. Die verhindern mit ihrem System sehr gezielt, dass man Social Media, und das ist ja auch nicht die Idee, als One-Way-Kanal nutzt. Also zuerst möglichst viele Kontakte sammeln, dann möglichst häufig posten, sondern Dialog oder sozusagen die Förderung von Gesprächen steht im Zentrum. Und das kann man natürlich ausnutzen. Wir hatten eine Einheit über Social Media Algorithmen. Das heißt, Sie kennen die Grundlagen bereits. Bei LinkedIn ist es genau dasselbe Mechanismus mit ein paar kleinen Besonderheiten. Wenn Sie dort selber Inhalte posten, müssen Sie sich auch darüber im Klaren sein. Wir haben nun mal einen recht großen Anteil von inaktiven Nutzerinnen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, es gibt viele, die selber nichts posten. Dann gibt es einige mehr, die kommentieren und liken. Dann gibt es aber tatsächlich noch einen sehr großen Teil über 50 Prozent, die lesen regelmäßig den Newsfeed, kommentieren und liken aber nicht. Egal wie gut ihnen das gefällt. Wenn, wie Sie ja wissen, Social Media Algorithmen auf der Auswertung dieser Social Signals, der Likes, der Kommentare und der Shares beruhen, die haben einen so großen Anteil von Nutzerinnen, die niemals irgendwas liken oder sharen, dann habe ich natürlich ein Problem. Und deshalb ist LinkedIn dazu übergangen. Beginnend im Sommer 2019, ist eine Sache, die Sie immer mehr ausgebaut haben, die tatsächliche Verweildauer zu messen. Wenn Sie sich überlegen, wie werden denn solche Inhalte konsumiert, da haben wir jetzt in dem Fall ein Bild, einen Screenshot und einen Text dazu. Wenn dieser Text länger als 160 Zeichen ist, und zeigt uns LinkedIn nur diese ersten drei Zeilen und um den Rest zu sehen, muss man dann hier auf See more klicken. Folgt dann ja noch eine Zeile. Wenn wir uns das anschauen, nochmal beim etwas längeren Beitrag, oder hier ist auch ein Beispiel, da haben wir etwas mehr Text und kein Bild, sondern eine Präsentation. Wenn ich die jetzt lesen möchte, im Gegensatz zum Bild, muss ich mich da durchklicken, um die einzelnen Slides anzusehen. Und all diese Aktionen brauchen Zeit. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich da schnell hinschaue. Sie wissen, wir werden immer schneller im Scannen von Informationen. Aha, uninteressant, machen wir weiter. Oder, ah, das könnte spannend sein, das ist schon mal der erste Klick auf dieses Weiterlesen. Ganz wichtiges Signal für LinkedIn. Und der Algorithmus misst dann, lesen wir das tatsächlich bis zu Ende. Gut, wenn man dann auch noch liked oder noch besser, wenn man einen Kommentar schreibt. Aber selbst die Verweildauer, ähm, eben für die Personen, zwar nicht liken und nicht kommentieren, allein aufgrund der Verweildauer, allein aufgrund der See-More-Klicks, weiß LinkedIn recht genau, welche Inhalte bei denen auf Interesse stoßen. Die zweite Sache, die auch wichtig ist zu wissen, wenn Sie selber aktiv sind, wenn Sie Kommentare schreiben, wenn Sie liken, dann führen diese Social Signals in einem weit höheren Ausmaß als auf anderen Plattformen dazu, dass ein Teil Ihrer Kontakte diesen Inhalt sieht. Das heißt, wenn jemand von Ihnen einen Beitrag schreibt, der wird mir im Feed angezeigt und ich kommentiere den. Dann sieht ein bestimmter Prozentsatz meiner Kontakte ihren Beitrag. Das ist genau der Weg oder der Mechanismus, mit dem auf LinkedIn virale Reichweite entsteht. Es gibt eine Reihe von, von Einflussfaktoren, ähm, die bestimmen, wer sieht welche Inhalte. Ein Punkt an Social Media ist ja eben genau, dass diese Algorithmen filtern und wir eben nicht sämtliche Beiträge aller unserer Kontakte sehen wäre Social Media ganz schnell unmanagebar. Zeit spielt eine Rolle. Was soll das heißen? Zeit spielt eine Rolle. Diese Algorithmen, und da ist LinkedIn wiederum ähm, ganz ähnlich wie andere Plattformen, der möchte natürlich relativ bald rausfinden, ob ihr Status-Update interessant ist. Und sie posten das und der will dann nicht eine Woche lang analysieren, liest es jemand, die ersten 60 Minuten spielen eine große Rolle. In den ersten 60 Minuten nimmt der Algorithmus eine Testgruppe, wenn Sie so wollen, eine Experimentalgruppe, zeigt denen ihren Inhalt und misst dann, wie reagieren die drauf. Lesen die das? Liken die das? Kommentieren die das? Nachdem LinkedIn bei uns ähm, am, am frühen Vormittag, so zwischen ähm, 8 und 10 Uhr, ziemliches Nutzungspeak hat, ist es eine gute Idee, um die Zeit zu posten. Aber generell müssen Sie davon ausgehen, Sie wissen ja, Social-Media-Algorithmen versuchen, uns immer möglichst personalisierte, möglichst relevante Inhalte anzuzeigen. Und in der Theorie würde LinkedIn jetzt hergehen, sagen wir mal, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel von vorhin, Sie haben einen Tipp verfasst zum Thema Copywriting und der Algorithmus würde jetzt versuchen, diesen Beitrag Personen anzuzeigen, die sich für das Thema Copywriting bereits in der Vergangenheit interessiert haben, weil sie auf ähnliche Inhalte reagiert haben, weil sie einschlägige Keywords auf ihrem Profil haben. Wenn Sie ein relativ kleines Netzwerk haben, dann haben Sie vielleicht nicht genug passende Kandidaten, dann wird der Algorithmus in einem ersten Schritt primär mal den Leuten, die gerade online sind, ihren Beitrag zeigen. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, warum anders als auf TikTok und Instagram, es nicht gut ist, ein möglichst großes Netzwerk und möglichst viele wahllose Kontakte zu haben. Sie brauchen auf LinkedIn idealerweise Personen, die auch tatsächlich an den Themen interessiert sind, über die Sie schreiben. Alles andere ist ballast. Sie müssen sich das so vorstellen, der Algorithmus sieht, Sie haben Follower. Wenn ein sehr geringer Anteil Ihrer Follower auf Ihre Inhalte reagiert, dann ist das immer ein Signal für qualitativ schlechten Content. Der Grund muss aber nicht sein und ist es in vielen Fällen auch gar nicht, dass ihr Inhalt tatsächlich qualitativ minderwertig ist. Ohne jetzt darauf näher einzugehen, sondern sehr häufig liegt es einfach daran, dass jemand das falsche Netzwerk hat. Sie können die besten Copywriting-Tipps verfassen, wenn in Ihrem Netzwerk ähm, lauter Rechtsanwälte und Bauträger sind, wird sich vielleicht der eine oder andere dafür interessieren. Aber für den Großteil ist das jetzt kein sehr drängendes Thema. Social Signals, Personen, die früher reagiert haben, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die das sehen. Hashtags, anders als auf, auf Instagram, TikTok macht das auch mittlerweile teilweise, nutzt LinkedIn die Hashtags auch, um sozusagen Beiträge also als Beschlagwortungssystem, um Beiträge ähm, feiner granuliert auszuspielen. Allerdings, und das ist auch ein Trend, den ich bei anderen Social-Media-Plattformen sehe, wir haben immer leistungsfähigere Systeme. Ich sage mal so, in der Frühzeit machten diese Hashtags mehr Sinn. Mittlerweile analysiert LinkedIn ohnehin den kompletten Inhalt des Beitrags. Also in Wahrheit kommt es ja darauf an, dass relevante Stichwörter drin sind. Hashtags haben nicht mehr so viel Einfluss. Interaktionen, also Reaktionen auf Ihre Beiträge, natürlich schon. Das heißt, und das ist eigentlich das zentrale, wie soll ich sagen, die zentrale Idee, oder der zentrale Ansatzpunkt, den ich Ihnen mitgeben möchte in dieser Einheit. Es gibt auf LinkedIn diese drei Bereiche: Ihr Profil, Ihre Visitenkarte, Ihr Lebenslauf, Ihre Landingpage, wie immer Sie das nennen möchten. Die richten Sie ein und dann ist die normalerweise auch irgendwann komplett und fertig. Vielleicht wird man es später mal ein wenig aktualisieren und updaten bei Jobwechseln, bei neuen Informationen. Und dann gibt es die Inhalte, sozusagen das, was Sie laufend auf Social Media tun. Die natürlich auch die ganz wichtige Funktion erfüllen, unser Netzwerk an uns zu erinnern. Und denken Sie daran, wenn Sie, und das schauen wir uns dann gleich live an, auf Ihrem Profil die Funktion Ich bin interessiert an einen Job aktivieren, können Sie wahlweise auch einstellen, dass Sie Ihr Profilbild so ein grünes Badge, uh, Looking for Work oder so heißt es, bekommt. Und das sehen dann natürlich auch alle Leute in Ihrem Netzwerk. Ja, da sucht er einen Job, da habe ich was gehört sozusagen digitaler Word of Mouth. Aber das sind nur die zwei Dinge und die meisten denken nur an diese beiden Bereiche. Das dritte, das das verbindet, ist eben unser Netzwerk. Und ähm, es gibt auf LinkedIn Follow, also Sie können zu einem Account gehen, zu einer Person und der einfach folgen, genauso wie man es auf Instagram oder Twitter macht oder Threads neuerdings, wenn der Account nicht auf Privat gestellt ist. Aber Ihr innerer Circle, die tatsächlich relevanten Connections, die funktionieren so wie auf Facebook, das heißt... Sie schicken jemanden eine, in dem Fall heißt es nicht Freundschafts-, sondern Vernetzungs- oder Connection-Anfrage und die Person entscheidet dann, nehme ich das an oder nicht und vice versa, sie bekommen solche Anfragen und sie entscheiden dann. Es wird sehr schwierig sein für sie, sich zu überlegen, mit wem soll ich mich vernetzen. Kurz gesagt gibt es zwei Kriterien. Für ihre eigene LinkedIn-Präsenz, für ihre eigenen Aktivitäten ist es immer sehr spannend, sich mit aktiven Nutzerinnen zu vernetzen. Denken Sie an die relativ niedrigen Prozentsätze. Sie wollen Leute haben, die selber posten, idealerweise auch bei Ihnen interagieren. Zweite Gruppe, meine Zielgruppe, die Leute, die ich erreichen möchte. Im Englischen verwendet man oft den Begriff ICP dafür, steht für Ideal Client Persona. Die ganze Terminologie, wie gesagt, kommt aus dem Vertriebsbereich, aber wenn Sie wissen, ich möchte im Journalismus arbeiten, dann könnten Ihre Ideal Client oder machen wir es noch spezifischer, wenn Sie wissen, ich möchte im Sportjournalismus arbeiten, könnten Ihre Ideal-Client-Personas genau die Entscheider in Sportredaktionen sein. Es können unterschiedliche Personen sein. Mitglieder der Redaktion, Chefredakteure, HR-Abteilungen, je nach Unternehmensgröße. Möglichst viele von denen wollen Sie dann in Ihrem Netzwerk haben. Der Idealfall, sozusagen die LinkedIn-Einhörner, sind die Personen, bei denen diese beiden Dinge kulminieren. Also thematisches Interesse und Aktivität. Aber diese drei Dinge müssen Sie möglichst gut aufeinander abstimmen, damit LinkedIn für Sie auch wirklich längerfristig funktioniert. Die eigene Zielgruppe zu kennen ist sehr wichtig und die drei großen Fragen für die Gestaltung Ihres Profils: Wie groß ist meine Nische? Nische ist ein Begriff, der in der Online-Kommunikation nicht nur im Zusammenhang mit Social Media sehr häufig verwendet wird und das hat natürlich zu tun mit, was ist meine, so wie ich es vorher genannt habe, Superkraft und wie kann ich das am besten sichtbar machen? Ersteindruck ist super wichtig. Gerade Studierende, ich habe das selber jahrelang so gemacht, neigen dazu, nicht sehr professionelle Fotos auf ihrem Profil zu verwenden. Egal, ob sie 20 sind oder 60, es ist nie eine gute Idee, und selbst wenn man dort super toll getroffen ist, sich aus einem Urlaubsfoto auszuschneiden. Ein guter professioneller Headshot, egal wie Sie zu dem kommen, Selbstauslöser, äh, Freunde, die fotografieren, professioneller Fotograf, ist, denke ich, eine der wichtigsten Investitionen für Ihr digitales Reputation Management. Und dann muss ich mir natürlich fragen, für welches Thema interessiere ich mich. Eine Erfahrung, die ich selber auch immer gemacht habe, sei es jetzt, ob man längere Zeit eine Webseite, einen Blog betreibt oder einen Social Media Account ernsthaft. Es ist schon sehr schwierig, über einen langen Zeitraum, und ich spricht da nicht von Wochen oder Monaten, sondern wirklich von vielen Jahren, immer wieder über ein Thema zu schreiben, wenn man nicht selber wirklich ernsthaftes, großes Interesse an diesem Thema hat. Aus all diesen Bereichen entsteht der Personal Brand, das Pendant zu einer Marke. Ja, super Kraft. Wie kann man die sichtbar machen? Finde ein ganz passendes Bild. So viel. Zur Theorie möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps, ganz konkrete Tipps zur Profilgestaltung geben. Der vorher angesprochene professionelle Headshot, idealerweise, also da ist kein Platz für Experimente, beschneiden Sie das relativ eng um den Kopf, das Bild wird bei Kommentaren auch sehr klein angezeigt, sollte möglichst wiedererkennbar sein, kriegen 14% mehr Views, egal ob im Jobbereich oder bei der Suche. Warum? Weil natürlich ihr Bild auch schon in den Suchergebnislisten klein, aber doch angezeigt wird. Ich zeige Ihnen mal was, damit Sie nicht glauben, ja, ja, der erzählt uns da alles Mögliche. Nein, wir sind alle so simpel gestrickt. Ich suche jetzt einfach nur mal nach einem gängigen Namen nach Andreas und schränke im nächsten Schritt die Suche auf Personen ein. Ich mache es mal etwas größer, damit Sie das besser sehen. Wir sind, und das hat sich evolutionär so entwickelt, sehr darauf geprägt, Gesichter zu analysieren. Und ein großer Teil unseres visuellen Systems tut das. So ein freundlicher, klar erkennbarer Headshot macht was mit uns. Der erweckt einen anderen Ersteindruck. Andreas. Toller Lektor, aber das ist so, das übersieht man selber oft. Sehen Sie das? Das Bild hat da hinten so, vom Hintergrund so Linien. Schaut so aus, als ob das quasi durch den Kopf durchgeht. Welches dieser beiden Fotos schaut für Sie professioneller und vertrauenerweckend aus? Das sind so kleine Nudges, Das fällt einem oft gar nicht bewusst auf, die tatsächlich große Unterschiede machen können. Um, kundinnenzentrierte zentrierte Profile, das ist das, was ich vorher gemeint habe mit die Inhalte, die sie bereitstellen, die sollen sich zu 100% an ihrer Zielgruppe orientieren. Wenn Sie sich anschauen, wie LinkedIn-Profile aufgebaut sind, da gibt es etliche Elemente und ein ganz wichtiges ist dieser About-Text oder auf Deutsch Infotext. Der wird ganz ähnlich dargestellt wie die Status-Updates. Das heißt, Sie sehen da die ersten drei Zeilen, den ersten Absatz und dann kommt dieser Weiterlesen-Link. Ihr könnt jetzt draufklicken und ähm, dann erfahren Sie alles über mich. Aber das interessiert voll wenige. Wie wenige? 3%. 97% Ihrer Profilbesucher klicken nicht auf den Mehrlesen-Link. Aber sie scannen Ihr Profil. Das heißt, überlegen Sie sich sehr, sehr gut. Was Sie in die ersten drei Zeilen reinschreiben. Das, was da bei mir drinsteht, soll idealerweise Marketing und Selbstverantwortliche ansprechen. Das, was bei Ihnen drinsteht, sollte die Zielgruppe ansprechen, die Sie erreichen möchten. Wie gesagt, Personalentscheider oder, wenn Sie selbstständig sind, ja, je nachdem, eben Ihre Zielgruppe. Aber es ist noch schlimmer: 30% scrollen gar nicht nach unten. Das heißt, die kommen auf Ihr Profil. Normalerweise jetzt wird gerade das angezeigt, weil ich den Livestream auch auf, auf äh, LinkedIn rausspiele. Normalerweise steht hier das Headerbild. So, nehmen wir mal meine Garten, wir kennen es vielleicht auch von der Normalerweise hat man hier dieses Headerbild stehen. Und was man sofort sieht, und das gilt auf der Smartphone-Applikation genauso wie am Desktop, haben wir bei LinkedIn so 50 50 Verteilung. Da sieht man nur diesen oberen Bereich. Bild, Headshot, Name, Profilslogan, diese fünf optionalen Hashtags und ein paar weitere grundlegende Daten. Und da muss man runter scrollen. Stellen Sie sich vor, 30% machen das nicht, ein knappes Drittel. Das heißt, alles, was die über Sie an Informationen aufnehmen oder screenen auf LinkedIn steht nur im Header. Und Sie können sich vorstellen, warum es nicht gerade optimal wäre, wenn ich Personen in meinem Sinne beeinflussen möchte, sei es, dass ich mit so einem Bewerbungsgespräch einladen oder sonstiges, auf ein Headerbild zu verzichten. Ein hübsches Headerbild ist gut. Ein Headerbild, das klar zeigt, was man anbietet, was man tun möchte, ist besser. Füllen Sie Ihr Profil vollständig aus. Das bringt Ihnen nicht nur Vorteile bei der Reichweite und bei der Ausspielung von Inhalten, sondern auch drastische Vorteile bei der Empfehlung für bestimmte Jobs. Und das muss ich Ihnen etwas ausführlicher zeigen. Und zwar, es gibt ja, wenn es um die Jobs geht, gibt es sozusagen zwei Bereiche. Das eine ist Ihr Profil. Wenn Sie auf Ihrem eigenen Profil sind, dann gibt es hier diesen Button. Profilabschnitt hinzufügen oder Add Profile Section. Und der ist da geteilt in drei Bereiche: Core, Recommended und Additional. Und in diesem Core-Bereich müssen Sie mindestens einen Job bzw. die aktuelle Ausbildung, wenn Sie gerade in Ausbildung sind, angeben. Optional gibt es auch Career Breaks, Kinder, Pflege, Urlaub, Weiterbildung, was auch immer. Und dann gibt es hier bei den Recommended ein paar weitere Bereiche. Was Sie eintragen müssen, damit LinkedIn Ihr Profil erstens als vollständig wertet und damit Sie zweitens auch gut gefunden werden ähm, äh, oder empfohlen werden bei offenen Stellen, ist neben dem aktuellen Job bzw. der Ausbildung eine Bautext. Und die Elemente fehlen, können Sie sich über diesen Button einfügen. Wenn Ihr Profil keinen Infotext hat, gilt das als unvollständig. Ganz, ganz wichtig für das Recruiting ist auch dieser Bereich hier unten Skills oder Fähigkeiten. Kommt ganz klar aus dem Recruiting. Wenn Unternehmen Jobs ausschreiben, dann können sie gewünschte Key Skills angeben und je höher die Übereinstimmung zwischen diesen gewünschten Skills und ihrem Profil, desto als desto geeigneter Kandidat bzw. geeignetere Kandidatin werden sie dem Unternehmen dann präsentiert. Sie haben die Möglichkeit, hier bis zu 50 Skills einzutragen. Und da sind wir wiederum bei dem Thema, wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen beruflich, dann gibt Ihnen das natürlich normalerweise auch eine ganz, eine, ganz, ganz gute Anhaltspunkte, welche Skills da Sinn machen können. Die teilen sich in ähm, Industry Knowledge, Tools und Technologies und Interpersonal Skills, also Soft Skills sozusagen. Das ist ein Industry Knowledge, da gehören eben so Dinge rein wie ja, Marketing, so Artificial Intelligence und so weiter. Tools and Technologies bezieht sich eben auf konkrete Technologien oder auch Software. Also sprich, wenn ich Video machen möchte, ist es sicherlich keine dumme Idee, dort so Dinge wie Adobe Premiere oder ähnliche einschlägige Software anzugeben. Und diese Interpersonal Skills sind die, die äh, typischen Soft Skills. Personalverantwortliche empfehlen eine Mischung. Ähm, Meistens oder 2024, das ist ein Trend, den wir sehr deutlich sehen, wird beim Recruiting, auch bei den Ausschreibungen, oft mehr Wert auf die Soft- als auf die Hard-Skills gelegt. Wenn ich mich für Jobs bewerben würde, würde ich in diesem Bereich mehr eintragen. Für die Vollständigkeit Ihres Profils brauchen Sie 20 solcher Skills. Für die bessere Auffindbarkeit in der Suche nutzen Sie auf jeden Fall die vollen 50 aus. Die eigentliche Jobsuche spielt sich in zwei Bereichen ab. Sie haben auch hier im Header-Bereich Ihres Profils diese optionalen blauen Boxen. Die können Sie über dieses Open to aktivieren. Und eine davon ist eben Open to Work, also ich bin interessiert an Jobs. Wie funktioniert diese Box? Sie geben hier bis zu fünf Job-Titles, also Berufsbezeichnungen, ein. Diese Berufsbezeichnungen sind nicht frei wählbar, sondern die kommen aus einer vorgegebenen Liste. Das heißt, da muss man schauen, was am besten passt. Dann gibt es ein paar weitere Daten. Ähm, suche ich einen Job vor Ort, hybrid, remote. Ähm, wo soll das Ganze sein, die Location? Ähm, bin ich sofort auf der Suche oder schaue ich mir nur so nebenbei um, welche Art von, von Beschäftigung, Vollzeit und so weiter. Und dann haben Sie hier die Einstellung, mit der Sie aussuchen können, was ist natürlich sehr interessant, wenn man bereits in einem Unternehmen arbeitet, ob nur Recruiter sehen sollen, dass sie auf Jobsuche sind oder ob das für alle LinkedIn-Mitglieder sichtbar sein soll. Wenn Sie es auf alle stellen, dann ähm, bekommen Sie optional eben auch diesen grünen Badge. Es gibt von LinkedIn eben für Personalabteilungen ein kostenpflichtiges Tool, das nennt sich Recruiter, das gibt es in unterschiedlichen Paketen, Recruiter Lite und, und so weiter. Und es ist eine Suche ähm, für Unternehmen, die sich eben aktiv nach geeigneten Kandidatinnen umschauen. In diesem Recruiter Lite gibt es einen Filter, eine Checkbox, da kann man sagen, ich möchte, dass mir nur Mitglieder angezeigt werden, die aktiv auf der Suche nach einem Job sind und wo es da eben ein Matching gibt mit diesem Jobtitel. Das heißt, sehr sinnvolle Möglichkeit, das zu aktivieren, um einmal besser von Unternehmen gefunden werden zu können. Das hat jetzt noch nichts damit zu tun, dass sie sich selber aktiv irgendwo bewerben. Wie bereits erwähnt, Sämtliche Informationen, die Sie auf Ihrem Profil zur Verfügung stellen, sind relevant für den Link, den algorithmus und für die Suche, aber natürlich noch viel mehr für die Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Wenn Sie sich irgendwo bewerben, Sie müssen davon ausgehen heutzutage, dass Recruiter, Verantwortliche sich Ihre Online-Präsenz anschauen. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Und dann überlegen Sie mal, wir haben einen Header-Bereich, der ist sehr wichtig, wenn jemand sich überlegt, sich Sie für ein Jobgespräch einzuladen, dann wird er wahrscheinlich nicht zu den 30 Prozent gehören, die nicht nach unten scrollen, sondern wird sich Ihr Profil etwas genauer ansehen. Und da gibt es dieses schöne Featured Element. Verwenden auch relativ wenige. Kann man ebenfalls hier über das Open To aktivieren. Ganz simpel erklärt, das ist nur ein Container, in den Sie unterschiedliche Infos reinhängen können. Das können Beiträge sein, die Sie früher veröffentlicht haben, Newsletter, Artikel, Kurse die bei LinkedIn Learning besucht haben. Aber auch externe Links bzw. Medien. Keine Videos, aber ähm, Dokumente und Bilder. Wenn Sie da ein Video ein anzeigen möchten, dann müssen Sie es entweder vorher als Beitrag veröffentlichen, dann im Beitrag verlinken oder Sie stellen es auf YouTube und nehmen dann den Link. Geht beides. Aber mir geht es ja nicht um die technischen Details. Auf LinkedIn-Profilen gibt es recht wenig Multimedia. Abgesehen von Ihrem Headerbild und dem Foto ist da nicht. Allzu viel los und deswegen ist dieses Featured-Element meiner Meinung nach eines der, der, einer der wichtigsten Punkte, das man nutzen kann, um die eigene Expertise darzustellen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, bei der Gestaltung Ihres Profils, ich nenne es ehrlich gesagt lieber Landingpage, ist die einzige Grundregel, sich permanent zu fragen, was ist für meine Zielgruppe interessant, was ist für meine Zielgruppe relevant. Und um nochmal dasselbe Beispiel zu strapazieren, Sie sind auf der Suche nach einem Copywriter-Job. Was tue ich dann da rein? Entweder verdammt gute eigene Texte, Tipps zum Copywriting, alles, das unterstreicht, dass ich in dem Bereich kompetent bin. Und denken Sie an das alte Prinzip, Show is better than Tell. Jeder kann behaupten, er wäre der beste Copywriter, mit guten Text produzieren, ist eine ganz andere Liga. Das heißt... Die Gestaltung Ihres Profils wird in vielen Fällen neben Ihrer Bewerbung sehr stark dazu äh, mitentscheiden, ob Sie dann zu einem Gespräch eingeladen werden oder nicht. Das eigentliche, die eigentliche Jobsuche auf LinkedIn spielt sich hier in diesem Menüpunkt Jobs ab. Ja, eines noch zum Profil abschließend. Sie brauchen, wie gesagt, Ihre 20 Skills, Ihren Infotext. Ich würde auch das Feature empfehlen. Alle anderen Elemente, da gibt es eine ganze Menge Informationen, die Sie eintragen können, von Lizenzen und Zertifikaten bis Projekte. Ein Projekt kann alles sein, wie wir wissen. Freiwilligen Tätigkeiten, Empfehlungen kriegen Sie von anderen, Publikationen, Auszeichnungen, Sprachen, Organisationen. Diese Felder sind alle optional und wie gesagt, überlegen Sie sich in jedem einzelnen Fall, macht das für meinen Job, den ich haben will, sind dann nutze ich es. Ansonsten ja, kann man sich auch sparen. Und damit zu dem Bereich Jobs. Wenn Sie hier reinklicken und ähm, darauf gehen, dann sehen Sie jetzt, ich habe das schon recommended for you und ich habe dazu. Nicht wirklich was eingestellt, sondern diese Jobs empfiehlt mir LinkedIn jetzt aufgrund der Informationen, auch aufgrund der Skills, die ich am Profil habe. Und da gibt es noch sozusagen empfohlene Jobsuchen. Die Jobsuche basiert auf LinkedIn im Wesentlichen immer auf dem Jobtitel. Das heißt, man kann nach bestimmten Jobtiteln suchen. Und da steht sozusagen, warum der jetzt bei Public, ah, no matching jobs found for public speaker. Das ist nicht so ein gutes Beispiel, ist wahrscheinlich ein Job, der nicht so häufig gesucht wird. Nehmen wir mal Designer oder Graphic Designer. Dann haben Sie da standardmäßig die aktuell verfügbaren Jobangebote in Österreich. Das sind derzeit 30, weil eben Österreich als Land eingetragen ist. Sie haben hier oben noch eine ganze Reihe von Filtern. Sie können sagen, ich möchte nur Jobs haben, die letzten 24 Stunden, letzte Woche veröffentlicht worden sind. Wenn Sie das Ding ernsthaft nutzen, kleiner Tipp, legen Sie sich ein Alert an mit den letzten 24 Stunden und bewerben Sie sich möglichst schnell. Experience Level, welche Art von Job suche ich? Praktikum, Einstieg, äh, ja, Director, Executive und so weiter. Sie können gezielt nach bestimmten Unternehmen suchen. Da kann man auch eine Reihe von Unternehmen eintragen, mehr als eines. Sie können hier wählen, ob, ob Sie remote, hybrid oder onsite arbeiten wollen. Und ähm, dieses Easy Apply, das ist eine Funktion, die immer mehr Unternehmen nutzen. Wenn Sie hier einen Job haben, dann auf Apply klicken, dann kann eines von zwei Dingen passieren. Entweder Sie kommen zu einer externen Seite, wo Sie dann Ihren Lebenslauf hochladen oder das, was Sie hier sehen, die Bewerbung passiert komplett über LinkedIn. Was dann da passiert, wenn dieser Schalter auf ein ist, erlauben Sie sozusagen, dass Ihr Lebenslauf, also Ihr Profil, direkt mit dem Unternehmen geteilt wird. Ähm, das ist auch ein guter Grund für, für ein sehr sorgfältig optimiertes LinkedIn-Profil. Es gibt immer weniger Unternehmen und ich und, ähm, ja, persönlich finde es umständlich und super nervig, irgendwo extra ein PDF hochladen zu müssen. Das heißt, wenn ich sowieso eine Seite habe, wo mein ganzer Lebenslauf drauf ist, warum das dann noch extra machen? Und das tun auch immer mehr Unternehmen. Ja, wenn Sie sich diese Filter so eingestellt haben, wie Sie das gerne möchten, dann können Sie hier auch einen Alert aktivieren. Ich glaube, ich glaub, mit dem Gratis-Account kann man bis zu drei anlegen. Und dann haben Sie hier so diese Job-Alerts und bekommen dann basierend darauf Ihre Empfehlungen. Das heißt, es macht LinkedIn auch aktiv und Sie können dann Jobs, die für Sie interessant sind, auch hier abspeichern, um sich gegebenenfalls später zu bewerben. Aber wie gesagt, Geschwindigkeit ist auch in dem Bereich nicht zu unterschätzen. Eine Reihe von Funktionen rund um die Bewerbung sind nur für Premium-Nutzerinnen verfügbar. LinkedIn ist ja nicht gerade die günstigste Social-Media-Plattform. Es gab früher mal einen sogenannten Core-Account um 9, 99 im Monat. Ähm, meiner Ansicht nach eine gute Wahl, zumindest für ein paar Monate, wenn ich das nutzen möchte, während ich auf Jobsuche bin. Den gibt es mittlerweile leider nicht mehr, soweit ich weiß, ist das, das günstigste, liegt bei 30 oder, oder 35 Euro im Monat. Das ist natürlich nicht wenig Geld. Braucht man Premium nicht unbedingt. Sie haben allerdings die Möglichkeit, wenn Sie Bisher noch keinen Premium Account verwendet haben, gibt es immer wieder mal so Aktionen, dass Sie sich für einen Gratis-Testmonat anmelden können. Sie brauchen dann dazu Kreditkartendaten, aber wird nichts abgebucht. Und wenn Sie sich eine Kalendererinnerung einrichten, dann können Sie das auch rechtzeitig vorher wieder kündigen. Warum ist das interessant für die Jobs wegen dieser Premium-Funktionen? Und zwar, da gibt es ein paar ganz interessante Vorbereitungsdinge. Interview Prep nennen die das, also Vorbereitung aufs Bewerbungsgespräch. Sie finden da im, im äh, Internet eine Menge Kurse, aber die können wirklich recht hilfreich sein. Ähm das sind so typische Fragen, die man in einem Bewerbungsgespräch gestellt bekommen könnte. Tell me about yourself, der Klassiker. Gibt es auch auf Deutsch, ich habe nur LinkedIn auf Englisch eingestellt bei mir. Und Premium-Nutzer bekommen dann Beispielsantworten von Personen aus dem HR. Sozusagen bewährte gute Antworten. Das heißt natürlich nicht, dass Sie sich jetzt im Gespräch genau da 1:1 eins eins dran halten sollen, aber da kann man sich schon ganz gut informieren, was sich Bewerberinnen eigentlich so erwarten. Ich glaube, es ändert sich sowieso viel im Recruiting. Side note: Wir leben immer mehr in einer Zeit dass der Bewerbermärkte. Es gibt eigentlich zu wenig Mitarbeiterinnen und ich denke, das wirkt sich auch auf die. Kultur von Bewerbungsgesprächen aus. Bei vielen Unternehmen gibt es wohl mehr in die Richtung gehen, dass die Bewerber sagen, warum sollte ich bei ihnen arbeiten. Nichtsdestotrotz kann es natürlich nicht schaden, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Wir haben hier auch einen Resume-Bilder. Der ist für alle Profile verfügbar. Ist sehr, sehr praktisch, wenn Sie sich mal wo extern bewerben. Da geht dieses Fenster auf und Sie klicken da auf diesen Button Create from Profile. Und der macht dann nichts anderes als einen sozusagen äh, eben nicht. Vielleicht ich zeige es Ihnen, das ist einfacher. Ja, man muss einen Jobtitel eingeben. Das war es auch schon. Und äh, sie kriegen dann so einen straight formatierten Lebenslauf, der aus Ihrem Profil erstellt wird und können den dann auch mit einem Klick als PDF herunterladen. Praktische Komfortfunktion ist ja doch manchmal ganz schön aufwendig, Lebensläufe zu. Formatieren. Und was haben wir sonst dann hier noch drin? Ähm, Jobseeker Guidance. Das ist eine Reihe von Videos, die, wo LinkedIn auch Tipps gibt, wie man seinen Lebenslauf attraktiver gestalten kann, ähm, worauf Recruiter Wert legen. Können Sie auch da zugreifen. Da mal reinzuschauen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und hier mit diesem letzten Punkt können Sie einstellen, ob sie sozusagen, ich habe diesen Lebenslauf vorher schon mal ähm, aktiviert, ob der automatisch, ohne dass sie jedes Mal zustimmen müssen, mit Recruitern geteilt werden soll. Was ich Ihnen hier noch unterschlagen habe, ist dieser Punkt Demonstrate Skills. Ähm, LinkedIn hatte eine Zeit lang für viele produktbezogene Skills so Tests, man waren gar nicht einmal so einfach, Qualifikationstests. Ich glaube, mit 100 Fragen und, und 80 musste man schaffen, dann hat man sozusagen diese Zertifizierung bekommen. Das haben Sie jetzt abgeschafft, aber dafür kann, dafür kann man einzelnen Profilelementen Skills zuordnen. Was, was Sie da sehen, ist sozusagen, welche Skills typischerweise für bestimmte Jobs gefordert werden. Es ist sicherlich auch keine schlechte Idee, wenn Sie vorhaben, viertes das Mal dasselbe Beispiel, Copywriter zu werden, zu schauen, was machen denn andere erfolgreiche Copywriter, wie gestalten die denn ihre Profile? Stichwort Stefan Bach, unser Quotenchinese. kann man echt viel Lernen überschreiben von ihm. Schauen Sie sich an, was andere machen, für die LinkedIn gut funktioniert. Und wie gesagt, im Normalfall viele unterscheiden sehr, sehr deutlich zwischen Vertrieb und Recruiting. Die Prinzipien im Personal Branding, die eigene Expertise sichtbar zu machen und sich möglichst. Ähm, Attraktiv für die Zielgruppe darzustellen, da gibt es meiner Ansicht nach überhaupt keine Unterschiede. Und sozusagen zusammenfassend habe ich Ihnen da noch eine Liste zusammengestellt, was Sie in Ihrem Profil brauchen, damit das jemals vollständig gilt und damit Sie auch gute Voraussetzungen haben, bei der Jobsuche aufzutauchen. Es gibt nicht nur keine, Chance für den, keine zweite Chance für den ersten Eindruck, First Impressions Last. Das ist wirklich etwas, das Sie nicht vergeben sollten. Abschließend ganz kurz ein paar Worte zum Netzwerkaufbau. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, restriktiv zu sein, das bedeutet jetzt nicht, dass ich ähm, vorher einen Privatdetektiv engagiere, der mal eine Woche lang jeder Kontaktanfrage nachfahrt und den überprüft. Aber wenn ich sehe Personen aus Länder, mit denen ich nichts zu tun habe, aus Branchen, mit denen ich nichts zu tun habe, Accounts, die vielleicht ein bisschen äh, shifty oder, oder windig ausschauen, eher nicht. Wie kann man sich vernetzen? Wann verschickt man selber Kontaktanfragen? Kleiner Tipp dazu, ist natürlich einfacher, wenn Sie für ein etabliertes Unternehmen arbeiten oder wenn Sie o an der Uni Wien sind und Jobtitel haben, dann wird so, wenn Sie es sich sozusagen leichter tun, als wenn Sie jetzt als Studierender an eine den CEO eines Unternehmens Kontaktanfragen schicken. Ist es deshalb unmöglich? Nein, ganz und gar nicht. Wenn Sie ein Netzwerk aufbauen, denken Sie dran, eines unserer menschlichen Grundbedürfnisse ist es wahrgenommen zu werden. Das klingt jetzt noch gar nicht sehr viel. Neun von zehn Kontaktanfragen werden ohne Nachricht verschickt. Ich kriege immer wieder mal Kontaktanfragen von Studierenden, die nehme ich grundsätzlich an, wenn ich sehe, das ist jemand von der Uni Wien oder von unserem Institut. Ansonsten, wenn es ein Fremder ist, ist es immer eine gute Idee, dazu zu schreiben, Hallo Ricci. mit, mit anderen Studierenden, muss ich ja nicht bei Sie sein, von anderen Unis. Äh, ich interessiere mich für Social Selling. Irgendwas dazu zu schreiben, damit die Person einfach weiß, warum sie sich vernetzen möchten. Und wenn es jemand ist, der wirklich relevant ist, zum Beispiel, der Geschäftsführer oder Chefredakteur von einem Medienunternehmen, für das Sie gerne arbeiten möchten, dann machen Sie Ihre Hausaufgaben und recherchieren Sie. Wenn es jemand ist, der selber postet, jeder von uns ist empfänglich für Komplimente. Was Sie wissen müssen zu Ihrem Netzwerk, es gibt auf LinkedIn drei Netzwerkebenen oder gerade. Diese Firsts sind die Personen, mit denen Sie direkt vernetzt sind, eben Ihre Connections. Daraus ergibt sich Ihr Second-Netzwerk. Die Personen, mit denen Sie mindestens einen gemeinsamen Kontakt haben. Wenn sich jemand von Ihnen mit mir vernetzt auf LinkedIn, dann sind diese 10.000 irgendwas Kontakte, die ich habe, mit einem Schlag alle Seconds von Ihnen. Dann gibt es noch die Thirds, das sind Personen, die man über eine Person kennt. Diese Zahlen entsprechen realen Durchschnittswerten. Wenn man 500 Kontakte hat, hat man um die 100.000 Seconds und um die 3 Millionen Thirds. Das heißt, es ist ein sinnvolles Ziel zu versuchen, im Lauf eines Jahres oder im Lauf von zwei Jahren ein Netzwerk, ein möglichst thematisch orientiertes Netzwerk von mindestens 500 Personen aufzubauen. Alles, was Ihnen auf LinkedIn und Newsfeed angezeigt wird, alles, was Sie in Suchen an Inhalten finden, alles, was anderen angezeigt wird, spielt sich nämlich gar nicht auf ganz LinkedIn ab, sondern immer innerhalb dieses First, Second und Third Netzwerks. Und es gibt zwar immer ein paar die lieber mit, wie sagt man, mit, mit, mit uh, Schrotflinten in die Breite schießen. Aber die meisten Nutzerinnen sind natürlich mit Personen aus ihrer Branche vernetzt. Das heißt, wenn sie sich mit einem Journalisten vernetzen, ist die Chance auch wieder hoch, dass der mit sehr vielen anderen Journalisten vernetzt ist. Und die werden dadurch dann ihre Seconds. Das heißt, überlegen Sie sich, mit wem Sie sich vernetzen. Das definiert tatsächlich ganz, ganz stark, wer dann in weiterer Folge mitkriegt was sie tun beziehungsweise was sie anbieten sei es als Selbstständiger oder sei es als Mitarbeiterin eines Unternehmens sollte man selber aktiv Kontaktanfragen verschicken glaube einer der einfachsten Wege ähm, LinkedIn Netzwerke aufzubauen und sich anzukündigen dass man sich mit Personen vernetzt seien es jetzt Kolleginnen aus derselben Branche oder Leute mit denen man zu tun hat dort wo man Praktikum gemacht hat sich das anzugewöhnen, ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, die sich langfristig sehr auszahlt. Ich werde Ihnen im Anschluss die Slides auch hochladen auf Moodle. Ich hoffe, dass Ihnen diese kleine Einführung ein paar Ideen gegeben hat, wie Sie LinkedIn für Ihre persönliche Karriereplanung in Zukunft besser nutzen können. Eine Frage im Chat ist schon beantwortet worden, genau, zweiter Prüfungstermin am 5. März. Ist das schon Frühling? Wann ist Frühlingsbeginn? Na, ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, egal ob Sie nächste Woche beim ersten oder dann im März zum zweiten Termin antreten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute bei der Prüfung. Sämtliche Einheiten sind im Moodle lückenlos dokumentiert. Schauen Sie sich die Videos an vor der Prüfung, wie schon anfangs erwähnt, Zahlen, Daten, Fakten, Gründungsjahre, Mitgliederzahlen, das sind lauter Dinge, die ich bei der Prüfung sicher nicht abfragen werde. Es gibt Multiple-Choice-Fragen, aber wir haben uns bemüht, die möglichst so zu gestalten, dass es nicht um Auswendig lernen, sondern eher um das Verständnis der Zusammenhänge geht. Damit bedanke ich mich fürs Dabeisein. Toi toi toi, alles Gute für die Prüfung. Wir sehen uns auf LinkedIn oder anderen Social-Media-Plattformen.